Also wir haben einmal versucht, ein starkes akademisches Zeichen zu setzen. Ich muss sagen, wenn man diese Wunschliste runtergeht, die man wirklich braucht, man muss schnell sein, man muss extrem genau sein, ganz gering oder keine falsch negativen oder falsch positiven Signale haben, man muss das vor Ort machen können, man muss die Daten irgendwie speichern können und weiterleiten können, man sollte Multibags gleich 4, 5 Sachen gleichzeitig machen können. Man hat gesagt, das ist akademisch möglich, man kann solche Tests tatsächlich entwickeln. Und die 3 Minuten, die wir jetzt im Labor schaffen, schaffen wir natürlich nur mit spezialisierten Equipment. Sobald wir eben diese leitenden Nanobrücken produzieren, können wir den Strom ablesen. Ob man diesen Chip, den wir im Labor haben, auch tatsächlich rausbringen können, ist jetzt eine andere Frage. Ob der dann wirklich auch 3, 5 oder 10 Minuten dauert, das wird sich erst herausstellen, wenn wir mit den Herstellern reden, wie wir das umsetzen können. Ja.